So, ich habe es wieder in gemuteten Zustand mit meinem Headset gekämpft. Und ob ich den Kampf gewonnen habe, kann ich euch noch nicht sagen. Oh, ich muss eine Amtsperson finden oder einen Herold bestechen. Oder beides. Mist, wo ist Aslan? Ah, Herold. Wenn man vom Herold spricht. Hey, ich habe neue Infos. Ich habe neue Infos. So. Ja, ne? Ja. So ist das. So ist das. Komm schon. Ihr habt sicher etwas. Kommt. Ich bin sicher, dass ihr eure jährliche Untersuchung. Schon gut. Bitte tut mir nichts. Ich gehe. Da oben. Da oben. Söldner ist auch komplett fertig jetzt. Ja. Doch, das mache ich jetzt. Das will ich jetzt machen. Ah, ich muss doch die Scheiße mal mit diesen 25 Sekunden. Das muss ich auch noch machen. Oh, hab ich auch überhaupt Lust drauf. Aber es muss, das muss. Das war schon immer so. Ist hier eine Seilrutsche, die von hier wegführt? Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Gut. Dann müssen wir den sauren Apfel beißen. Und hier hochklettern. Ah, dieser komische Palast. Oh, ich weiß nicht, ob das geht, aber es geht nicht. Ist ja nicht eine Seilrutsche in der Nähe irgendwie. Mann, ich will da nicht hochklettern. Geil. Einfach nur geil. Den sollten wir besser aufhalten. Ihr könnt mich nicht aufhalten, glaubt mir. Das haben schon ganz andere versucht. Tja, wo ist denn hier eine Seilrutsche? Ich könnte im Flug selbst nochmal gucken, aber da habe ich keine Lust drauf. Ah, ich probiere es einfach. Nein! Habe ich schon erwähnt, dass es Momente gibt im Spiel, die mich wahnsinnig machen. Kann man nicht auswählen, ob man. Wieso kann man. Ob man jetzt einen Todessprung machen möchte oder einen normalen. Wieso kann man das nicht auswählen? Es ist so schlecht.
Ich hätte natürlich gucken können, ob sich unten ein Heuballen befindet. Ja. Natürlich hätte ich das. Aber ich war damit beschäftigt zu gucken, wo eventuell eine Seilrutsche sein könnte. So, also hier springe ich nicht runter. Da auch nicht. Das sind ja überall Heuballen. Da auch. Ich erkenne doch einfach keine Seilrutsche, so sehe ich es auch nicht. Das ist so bescheuert, echt. Ich sehe eine, glaube ich. Nee, das ist keine Seilrutsche. Boah, wer lässt sich denn so etwas ausdenken, trophäentechnisch? Warum vor allem? Es bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts. Okay. Was mache ich denn als nächstes? Hier sind noch Fragmente. Sammle ich noch die beiden. Ich will aber lieber was... Ah doch, ich kann die vier sammeln und dann mich zur nächsten Templer-Dingens begeben. Machen wir das so. Boah, das ist so frustrierend, Mann. Diese Seilrutschen-Scheiße. Alles, was mit Seilrutschen zu tun hat, ist einfach nur Kacke. Natürlich ist es mal cool, von der Seilrutsche aus ein Attentat zu vollführen, klar. Aber da muss man 10 Attentate, da muss man mit einem Fallschirm drauf fliegen und so. Das ist alles so... Boah. Danke. So, Nummer Uno. Was haben wir noch hier Schönes im Angebot? Da ist noch eines. Und Herold auf dem Weg. Weil ich ja theoretisch überhaupt gar keinen Streit mehr suchen muss, weil ich habe ja jetzt eigentlich alles, was mit Tönen zu tun hat, erledigt, außer halt die Seilrutschen-Attentate. Das wäre so das Einzige. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Die Monster müssen umgehen! Nein, sie sind einfach Animale! Werden wir angegriffen? Ja, werden wir. Handwerker! Die schwere Materialien transportieren. Das nächste Mal klebe ich einfach mein Headset auf meinem Kopf irgendwie fest. Das geht ja gar nicht heute, ey. Weil ich bewege mich ja kaum. Ich sitze hier und spiele einfach. Wenn ich jetzt irgendwie während des Aufnehmens durch die Wohnung joggen würde oder so, ja, da würde ich ja verstehen, dass das Headset die ganze Zeit verrutscht. Aber ich mache ja nichts. Ich glaube, die Last, die das Headset trägt, die ist einfach zu schwer. Deswegen rutscht es nach vorne. Das ist übrigens ein verdammt geiles Bild jetzt gerade, ne? Mein nächstes Headset wird definitiv ein Wireless-Headset sein, aber das mit dem Kabel mache ich nicht mehr. Boah, sieht so geil aus. Guck mal, Leute. Das ist einfach nur, schön, tut mir leid. Das ist einfach nur schön. Wow. Ja gut, so viel dazu. Wir können ja mal versuchen, auf einer Seilrutsche zu landen. Oder, da ist doch eine, oder? Ist aber kein Heuballen, oder?
weiß, wie ich das machen soll. Wendekreis her. Das ist so lächerlich. Mann. Was macht der denn da? Halt die Schnauze, echt jetzt. So. Wir haben natürlich noch die 30 Meter Geschichte, ne? Aus 30 Meter ins Wasser. Das sollten wir nicht vergessen. So, jetzt fehlen uns noch 24. Oh, zwei Stück und Templar-Assassinen. Was? Nein, Templar-Assassinen. Da gibt es ja nur einen. Da gibt es nur einen. Ja. Soll ich nochmal hier klarstellen? Nein, Meister-Assassinen, wollte ich sagen. Habt ihr etwas Silber oder ein Kupferstück? Vielleicht zwei? Wird man eigentlich auch zum Templar-Assassinen ausgebildet oder ist man das einfach? Also ist es quasi so, dass das die Bestimmung ist, ein Templar-Assassin zu sein. Würde mich jetzt mal interessieren. Ey, schon geil. Der hat beide Stärken, aber keine Schwächen. Hm. Und das Gedankengut ist halt ein bisschen merkwürdig dann. So ein bisschen durcheinander. So, widerspricht sich vielleicht so ein bisschen. Außer man ist wie der Shay und bildet sich eine eigene. Ja, also bildet sich eine eigene Meinung. Hm. Das wäre eventuell auch noch. Jo. Da freue ich mich auch schon drauf. Auf Rogue. Rogue Remastered. Ich bleib dabei, einer meiner Lieblingsteile. Also von der. Also die Person halt. Die Person ist halt so mein Favorit eigentlich. Der Shay. Patrick Corbin. Wieso hat er sich da festge... Hä? Das ist nicht schlimm, aber es ist merkwürdig. Ihr habt das gesehen, da ist irgendjemand runtergefallen. Das ist ganz komisch gewesen. Bin ich jetzt doof? Habe ich das nicht gerade markiert? Hm. Das Spiel hat jetzt irgendwie einen Hau wegbekommen durch die ganze Geschichte. So. Paar 90 Meter. Ich brauche dringend eine Seilrutsche zum Gegner töten. Und einen hohen Turm, von dem ich ins Wasser springen kann. Der beste wäre, wenn sich in diesem Wasser auch noch eine Seilrutsche befindet. Dann könnte ich nämlich zwei Fliegen mit einer... Ah, nee, kann ich nicht, weil dann ist es ja... Ja, ist auch scheiße. Das geht ja nicht mit dem Fallschirm. Ich muss ja den Todessprung machen. Der Ezio nur dann macht, wenn ich nicht will. Beim Arsenal jetzt, aber bei der Söldner-Gilde oder was? Ja, nicht direkt. Ich glaube nicht, dass es hier besser funktioniert als... Ja, vor allem, da lande ich ja irgendwo auf dem Steg, lande ich ja gar nicht erst. Da, wo ich landen will quasi. Da. So. Mal wieder ein Heiltrank. Den wäre so selten. Ja. Und
Oh, hab ich das übersehen gehabt oder was? Ups. Upsi. Egal. Meister-Assassinen-Mission. Gute Neuigkeiten, Mentor. Die Schauspielerin Lysistrata wird öffentlich auftreten, unter falschem Namen. Sie weiß, dass es klüger wäre, unterzutauchen. Doch ihre Eitelkeit macht sie leichtsinnig. Folgt mir. Dieses Mal erwischen wir sie. Die Schauspielerin Teil 2. Die berüchtigte Schauspielerin wird heute unter falschem Namen öffentlich auftreten. Spüren Sie sie auf und eliminieren Sie sie, bevor sie wieder verschwinden kann. Die Schauspielerin vor ihrem Rekruten eliminieren. Boah, ist doch voll gemein. Warum das denn? Keine Fehler. Nehmt euch Zeit und plant euren Angriff. Evette Mentor, ich warte ein ganzes Jahr, wenn ich muss. Ich hoffe, dass... Ja, warte mal. Dann müssen wir nämlich andere Seiten aufziehen, meine Liebe. So kommt es nicht. Ich habe noch mehr zu tun. Die Borbala. Die gute Alte. Muss man ihr lassen. Frechheit ist oft ein Zeichen von Schwäche. Ein wahrer Meister geht kein unnötiges Risiko ein. Wollt ihr hier warten oder schlagen wir gemeinsam zu? Wie gesagt, keine unnötigen Risiken. Wir gehen gemeinsam. Wenn ihr sie nicht kriegt, dann ich. Ich hoffe mal ich. Ihr tut nur eure Pflicht, Assassine. Doch mit solch einer Kälte, dass ich euch fast bemitleide. Die Leben, die ihr beschützt, sind leer, schwach und ohne jeden Glanz. Welch freudlose Welt erwartet uns, wenn ihr Assassinen euch durchsetzt? Requiescat in pace,